Pompilio. Jahrzehnte später. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Battlefront. Der wahrscheinlich letzten. Zumindest vom Singleplayer. Kylie. Ah, hallo. Wir haben Sie erwartet. Bring mich zum Gefangenen. Natürlich. Hier entlang, bitte. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Krass. Okay. Ich werde gar nichts sagen. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Tja, und er verschwindet. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Wollt das mal ausprobieren hier? Schön. Fühlst du dich jetzt mutig? Ich will mal unbedingt auf einen schießen, wenn er auf mich schießt. Genau das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das habe ich in den Kommentaren gelesen. Ach, wunderbar. Das ist immer eine geile Mission jetzt nochmal hier. Das sind die Erinnerungen, oder was? Von Dell? Können wir theoretisch auch einen direkten Headshot verpassen. Sehr schön. Können die rumpumpen, wie sie wollen, aber ich will natürlich noch den mal probieren. Los, Integra hat die Karte zu Skywalker. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Wo ist sie jetzt? Schön sieht das hier aus, ne? Du wirst es mir sagen. Irgendwann. Oh Mann, der arme Dell. Ist älter geworden auch in der Zeit. Halt wie gesagt, Jahrzehnte später. Was wollen Sie eigentlich? Nun, wir werden es abwarten müssen. Ein Hoch auf Admiral Perseus. Ach, erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch? Schießen sich selber in den Kopf. Sie war mutig genug für euch beide. Komme zuerst, gehe zuletzt. Sie hat dich ruiniert. Zack, 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 ganz easy. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ist das dein Ernst? Ist das euer Ernst? Aiden Versio hat dich zum Verräter gemacht. Du denkst, sie hätte dich verändert. Dass eure Tochter dich verändert hätte. Die Tochter, sind alle zusammengekommen. Aiden und er. Was passiert hier zur Hölle? Pileo. Du warst schon mal hier. Hier du hast Luke. Was gefunden. Deine Wahl. Deinen Glauben. Zack. Die Jedi. Warum helfen sie mir? Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Kylo Ren ist schon cool. Die Karte zu Skywalker. War deutlich cooler mit Maske, finde ich, persönlich. Es war dumm, hierher zurückzukommen. Aha. So haben sie dich gefunden. Wieder so ein Gedankenschwung. Vados. Keine gute Erinnerung unbedingt. Wo deine Familie untergeht. Wo du untergehen wirst. Du irrst dich. Boah, hartes Gemetzel gerade. So ein bisschen auffrischen wieder hier. Okay, das wird nichts. Dann machen wir den. Werde. Standhalten! Die Karte. Ich sage es nicht. Meine Fresse, wie man da durchscheppert hier. Commander Shepard. Das war ein anderes Spiel. So. Eieiei. Die machen wir einfach mit ihren eigenen Waffenblatt. Jetzt können wir ein bisschen regenerieren kurz und jetzt gibt's geschnetzeltes Laserschwert-Style. Mit einem Laserschwert durch Butter. Mit einem Laserschwert durch Stahl. Mit einem Laserschwert durch ein iPhone 10. Ja, gab's doch diese Messer-Videos, ja, natürlich. Oh, der auch hier. Bam. War kurzer Prozess, Leute. Hier ist ja noch einer. Noch einer, der hier auf die Nase will. Oder war's das? Ah, da vorne. Bitte! Aufhören! Kann ich, wollte er, glaube ich, sagen. Wo hat Lawson Tekka die Karte hingebracht? Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Ich hab, was ich wollte. Er gehört Ihnen. Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Husk.
Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigling. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht! Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Seh dich an. Du warst doch mal tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Ask. Gideon! Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Ruhe in Frieden, Dell. Projekt Wiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Claire. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinata Sicherheit das System überlassen und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppeln. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Corvus. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Und das war's von Star Wars Battlefront 2, aber man sieht, das Ende, zumindest hier gerade, ist sehr offen und es soll auch noch weitere Story-Episoden geben, da müssen wir uns was gedulden wahrscheinlich, aber du kannst ja mal bei mir auf dem Channel vorbeischauen, vielleicht sind die auch schon da, wenn du jetzt nicht gerade top aktuell schaust. Ansonsten war das die Kampagne. Aidens Reise geht im Multiplayer weiter, besuche deine Karriere-Meilensteinseite und greife auf neue Upgrades für Multiplayer zu. Also ich muss ja schon sagen, hat richtig Spaß gemacht. Gerade die Grafik war gigantisch. Ja, das kann man einfach nicht anders sagen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob vielleicht mal so eine Multiplayer-Runde spielen soll. Ich denke, die Singleplayer-Episoden werde ich auf jeden Fall mir zu Gemüte führen, wenn sie denn dann rauskommen. Aber das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Also muss man einfach sagen, ja, Credits gibt es jetzt in diesem Fall gar keine, weil es ja nicht das wirkliche Ende des Spieles ist. Man könnte ja jetzt theoretisch weiterspielen im Multiplayer, wie gesagt. Und ich noch mal ein kurzes Resümee. Ich finde, die Story hätte ein bisschen länger sein können, auf jeden Fall. Ja, es ist sehr kurz. Und man hätte also vielleicht noch ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte eingehen können. Vielleicht auch mehr über das Imperium noch zeigen können, wie es sich da lebt und sowas alles. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, ehrlich gesagt. Ansonsten muss ich aber sagen, grafisch richtiger Kracher. Missionen waren auch cool. Es hat sich nichts in die Länge gezogen. Es war ein ziemlich entspanntes Gameplay. Ja, und ich freue mich auf die weiteren Episoden, die jetzt kommen, hoffentlich. Müssen wir uns halt ein bisschen gedulden. Aber ich denke, das wird schon ganz geil. Und ich denke, das wird dann auch in den nächsten Abenteuern noch richtig, richtig spannend werden. Ja, ansonsten könnt ihr, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben, ob ich den Multiplayer mal anspielen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Ruhe in Frieden, Dell. Und ich denke, wir werden da noch einige Ideen kriegen, wie Eden Versio da vielleicht doch noch aus der Sache rauskommt. Und natürlich auch in den kommenden Star Wars Filmen. Es ist ja eine richtig krasse Verknüpfung gewesen eigentlich auch mit Eden Versio. Was für ein richtig wichtiger Charakter das eigentlich ist. Und der wird halt vor allem jetzt hier im Spiel herauskristallisiert. Also, vielen Dank auf jeden Fall nochmal fürs Zuschauen. Kann ich immer wieder nur betonen. Also, ohne eure Unterstützung wäre das ja alles gar nicht möglich und vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder im nächsten Video und schau auf jeden Fall auch mal beim Channel vorbei.
Das würde mich sehr freuen, wenn du da beim anderen Projekt oder so mal einschaltest. Wir sehen uns und vielen, vielen Dank. Ciao. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.